Willkommen zurück, willkommen bei Atlas. Wir segeln durch die Nacht. Der Coach, der Xar und meiner einer. Servus. Hallo. Und wir sind hier in Richtung des Freeports unterwegs, wo unsere Reise angefangen hat. Das ist im Quadrat Dora 8, glaube ich, ne? Müsste das sein? Ja, richtig, Dora 8. Und dort wollen wir jetzt mal schauen, ob wir unser Gold loswerden, sozusagen. Also was wir eigentlich mit dem Gold, was wir jetzt aus einer Schatzsuche quasi raus haben. Ja, links, sonst fährst du gegen die Insel. Okay, Coach, ein bisschen weniger. Wobei, das könnte jetzt rechts der Freeport schon sein, oder? Ja, mach mal vorne weg, Coach. Komplett? Ja, komplett. Ist das ein Freeport? Xar, du musst es sagen, ich sehe nichts. Ja, wobei. Liegt ein großes Schiff vor Anker. Das ist kein Freeport hier, oder? Geht da kein Freeport dran. Also ich sehe halt die Gebäude, so Türmchen und so. Mach auch mal das hintere Segel weg. Wir legen mal kurz an, dann können wir gleich wieder aus. Mach mal. So. Hallo, dieser große Turm dann eben der Palme. Das ist doch der Freeport, oder? Ist das der Freeport? Ich weiß es nicht. Ja, es ist ja nicht bei allen so, ne? Wobei, wo sind wir denn gerade? Ja, ich will das jetzt mal auf der Karte auch vergleichen. Sollte halbwegs hinkommen. Wir sind jetzt an diesem Schniepel von der großen Insel. Ja, das kommt hin. Ja, gut. Dann hätte ich jetzt gesagt, gib's mir noch mal ein bisschen Segel auf dem hinteren, auf dem bei mir. Mach mal so 20% erstmal nur. Ja, wir können da jetzt noch das Ufer ein bisschen entlang fahren, also ja. Rechts. Ich parke quer vor dem anderen Schiffchen. Ach so, nö, ich war noch ein bisschen weiter gefahren, oder? Nee, ja, ist doch direkt der Freeport, oder nicht? Hier ist doch so hell. Ich bin, da brennt halt ein Lagerfeuer, aber ich weiß nicht, ob das Freeport ist. Ja, das ist jetzt quasi die Rückseite vom Freeport dann. Gib mir mal ein bisschen Segel, machen wir 40%, 40, 50% kann ich mir auch geben. 50. Okay, und voll auf. Vorne auch? Ne, vorne, ja, mach mal ein bisschen. Vorne okay, nur so ein bisschen. Ach, vorne mal 20. Ja, 30. So. Dann aber wahrscheinlich gleich wieder weg. Ja, also links ist der Freeport auf jeden Fall. Das heißt, der Hafen muss hier auch sein. Okay, vorne weg. Nope, ist weg. Und hinten Vorsicht, auch da weg. Ist noch ein Schiff vor uns. Ist weg. Ja, sehe ich. Oder willst du jetzt hier einfach stehen bleiben? Ich hätte jetzt hier stehen bleiben gesagt. Oder? Ja, passt. Hätte ich jetzt gesagt. Anker. Sitzt. So, dann tut mal euer Gold in die Kiste vorne. Schon erledigt. Wäre super, wenn ich es nehmen kann. Gebt mir euer Gold. Ich bin überladen. Jetzt endlich mal, weil das ist schon echt schwer. Also das sind 300 dann insgesamt, ne? Ja. Sekunde, ich muss mal ein bisschen aus. Mit der Saufe. Ich nehme jetzt mal wieder raus. Nee, warte mal, ich will mal gucken, ob ich, wenn ich jetzt vieles ablege. Hier hat sich eine Möwe in unserem Schiff verfangen. Mist, Vieh. Ja. Ein Getiefer an Bord. So, das wiegt zwar alles nix, aber egal. So, dann gehe ich mal vorne an den Schrank und dann lege ich da mal mein ganzes Werkzeug in alles rein. So, Pistolen können rein, Schaufel kann rein, Pfeile, Kletterzeug, Bogen, Mumpeln. Die Pfeile können rein, der Reparaturkammer, das kann rein. Dann gehe ich halt gleich nochmal los und hol dann halt mein Werkzeug wieder. Was sollst du denn machen? Ist ja egal. So, Säbel will ich aber haben. Ein Pirat ohne Säbel geht nicht. Ja, jetzt kann ich wieder rennen. Wunderbar. Ja, ich habe aber immer noch 255 bei mir, ne? Ach so, ich dachte, du hättest auch schon alles reingelegt. Oh, nee. Scheiße. Dann mach mal. Mal gucken, ob ich es dann noch kann. Und gleich haben wir wieder einen Slow-Mo-Koja. Ja, wahrscheinlich. Alter. Du wirst keine 100 abgelegt haben, also. Scheiße. Ja, sonst komme ich eben mit. Ja, aber wie? Also ja, ich habe halt Angst, wenn wir das da hinlegen. Wir müssen uns an irgendeinem Punkt mal dann austauschen. Wir können dort. Ja dann irgendwo ums Eck oder so gehen, wo jetzt keiner rumsteht. Eben. Ja. Oh. Nee, immer noch nicht genug, du musst noch ein bisschen was. Ja, okay, ich kann rennen, du auch? Ja, okay. Ich hatte das vorher auch schon. Gut, ja dann.
Müssen wir uns irgendein Eck suchen, wo man austauschen kann, ohne dass uns einer klaut. Und unten die Tür ist zu, alles? Ja, ne? Also ich hatte sie zugemacht. Ich war jetzt nicht im Zimmer drin. Ja, ja. Der auf eine Tür gefeiert hat, soll die zu sein. Ja, schön. Durch die Mangroven. Ihr seid ein bisschen schneller als ich. Achso. Hast du schon nicht von das hingelaufen? Nee, ich bin zwar. Ich kann zwar rennen, aber nicht sprinten. Also es ist gemächlich, ja, sehr langsam. So und. Öpp. So, da kann man nur anheuern. Anheuern wollen wir jetzt nicht, oder? Nö. Ich will gerade mal gucken, was, wie das mit dem Anheuern aussähe, weil wir das ja auch noch nicht gesehen haben. Claiming allowed, nee, da bin ich nicht. Access Shop. So, da kann ich dann jetzt einen Craftable Crew Member. Also, ja, das ist relativ. Wenn wir am Ende 5 Gold übrig haben, machen wir es mal, damit wir es mal gesehen haben. Ne? Mhm. Wie das mit so einer Crew Member ist, wenn wir noch Gold übrig haben. Ansonsten. Achso, Koya. Ja. Hast du ein klein bisschen Gold an Bord gelassen? Nein. Weil unsere Akli braucht sollte. Und wie ich unser Glück kenne, läuft das genau jetzt aus und da ist nichts da. Ja, komm her. Komm her. Ich geh mit. Ja. Nee, warte mal. Ich geb Xar 5 Stück und dann. Das wär's jetzt, wenn die mit unserem Schiff durchbrennt. Ich bin ja schon fast am Schiff. Ich kann jetzt eben ein paar Taler reinstopfen. Ne? Ja, dann lass doch mal. Ja. 5 oder was? Ja, haben wir 5 rein und gut, ja. Na gut, dann eben weiter. Hier vorne müsste der Händler stehen. Da erhoffen wir uns jetzt, dass wir uns vielleicht so eine Art Galeonsfigur oder irgendwas holen können. Mal gucken. Kosmetik-Vendor. Clothing, Kosmetik, Skins. Da könnte ich mir so ein Admirals-Outfit leisten. Das ist günstig. Das ist richtig billig. Eyepatch-Skin. Applications remaining 10. Right-click for more options. Kann ich die so nehmen? Kosten nix. Also die okay. nur so als Größe. Wir haben 15 Gold pro Skin-Teil. Und dann hast du so ein komplettes Admirals-Outfit für 15, 30, 45, 60 für 75. Also fast nix. Ich kann mir da keinen Skin holen. Echt nicht? Nein. Kriegst du nicht angeboten, weil du kein Gold hast? Scheint so. Also ich sehe die zwar, aber wenn ich sie doch, da steht auch, also die Schuhe kosten 15 Gold. Naja, aber die Eyepatch, also die Augenklappe, da steht bei mir kein Preis dran. Nö, kann ich nicht. Kann ich aber auch nicht kosten, kann ich nicht anklicken, geht nichts. Da steht aber kein Preis dran, also keine Ahnung, ist vielleicht kaputt. Dann gibt es einen Reiter mit Farben. Jede Farbe kostet 1 Gold, da kannst du also dann, ohne dass du craften musst, ganz viele Farben kaufen. Geht aber recht schnell. Und eine Flasche Wasser, also das ist nicht wirklich. Dann haben wir eine Galeonsfigur, dann haben wir den Löwenkopf, den kann man nehmen, der kostet 400 Gold. Oh, das geht ja. Ist okay. Und Traditional Figurehead, das sieht nach so einer Speer aus, oder Traditional kann ich jetzt gerade nicht sagen. Sieht aus wie ein Wischmob. Nee, links ist ja das Schiff. Links ist ja das Schiffsteil, der Kopf vom Schiff. Und nach rechts raus. Also ich wäre jetzt für einen Laien. Dann würde ich mir auch den Laien holen. Ja. Den Löwen, oder? Holen wir uns den mal. Habe ich jetzt einmal. So, dann hätte ich jetzt noch übrig 287 Gold. Was hast du noch übrig, Coach? 205. 205, pass mal auf. Soll ich uns mal allen so ein Admirals-Outfit holen? Ja, also wie gesagt, ich habe jetzt nur 5 Gold da in die Kiste gestopft. Ich brauche. Ja, ist okay. Pass 1,6. Ich hole jetzt mal. Pro Stunde. Also. So. Nee, warte mal, das sind immer 10 Stück. Moment, mal gucken. Das ist 10? Nee. Warum kann ich das nicht mehr holen jetzt? Keine Ahnung, vielleicht geht das noch einmal. Ja, da steht oben 10. Das ist, wahrscheinlich kannst du es nur. Heißt denn das mal 10? Weiß nicht, Xar, ich schmeiß dir das mal raus, das Gold. Hier ist keiner, oder? Schau dich mal um. Nee, ist gar keiner. Nö. Okay, dann 3, 2, 1 hier. Aber. Das verbraucht sich. Also, wenn ich jetzt jedes nehme, dann ist da nur noch 9 übrig. Das heißt, ich kann 10-mal diesen Skin benutzen. Wenn ich sterbe, muss ich den wahrscheinlich neu draufziehen. Nee, ich denke, du kannst dann halt 10 mal auf eine unterschiedliche Rüstung ziehen. Weiß ich nicht. Aber jetzt hatten jeder, oder?
Ja. Also ich habe ihn jetzt, ja. Sieht eigentlich ganz nice aus. Sieht ein bisschen zu edel aus für einen Piraten jetzt. Ist eher so der, ne? Aber die Handelsmarine. Keine Ahnung. Naja. Aber an sich cool. Wer hat, der kann, ne? Also. Haben wir erobert. Haben wir erobert. Und jetzt schauen wir uns gleich mal den Lionhead an. Ich weiß noch nicht, wie wir den jetzt draufziehen. Gibt es sicherlich einen Slot im Schiff, oder? Denke ich. Ja, vielleicht muss man den dafür auf die Werft hauen, dass man das draufbauen kann. Das kannst du gleich mal gucken. Ja, gleich mal schauen. Na gut. Wollen wir kurz zurück zum Schiff? Schauen wir mal, ob wir es draufkriegen? Ja. Und dann muss ich eh mal ein Werkzeug holen. Das war doch, also das war jetzt wesentlich günstiger, als ich erwartet habe, weil ich meine, wir haben jetzt wirklich gerade mal zwei Schätze geholt und hätten damit fast beide Galeonsfiguren gehabt. Naja, wir sind einfach die Preise von Dingses gewöhnt. Naja, ich hätte halt jetzt eher so argumentiert nach dem Motto, was die Skins betrifft, sind wir jetzt durch. Wir haben alles. Verstehst du, was ich meine? Also, da ist halt jetzt kein Reiz mehr, noch mehr Gold zu holen. Ich weiß gerade nicht, wofür ich Gold brauche, außer jetzt für die Crew. Anhäufen. Ja, ja, Gold, ja, ich meine, wer hat die Piraten gefragt, ob die Gold brauchen? Also, mehr, ich will mehr! Ja, die Piraten haben so viel, die haben sogar vergraben. Ja. Wo ist mein Gold hin? Achso, das habe ich ja Xar gegeben. Das habe ich. So, jetzt hol ich mal mein Zeug wieder. Ich weiß jetzt nur nicht, wie ich. Gleich mal gucken. Ja, also von hier Metall mitnehmen. Hier versuchen wir gleich noch Metall zu finden. Ja. Ja, und Touch. Aber ich will jetzt erstmal gucken, ob man hier irgendwie. So. Lion Figurehead. Ah, da. Oh. Ja, okay. Das ist jetzt. Also der klassische Kopf wäre halt so ein, ne, wie man es kennt, dass vorne so eine Lanze dran ist. Der ist jetzt einfach nur. Ist jetzt einfach nur vorne so eine Verkleidung. Zack, da ist er. Das sieht ja gut aus. Ich finde, das sieht. Oh ja, sieht gut aus. Sieht eigentlich ganz gut aus. Wenn der jetzt auch noch einen Ram-Effekt hätte, so nach dem Motto, wenn du jetzt damit was rammst, dass das mehr Schaden macht. Ja, das wäre eigentlich nur logisch, ne? Gerade cool aus, wenn die Sonne so ein bisschen drauf leuchtet. Schön. Okay. Das ist. Ne, hat was. Ganz nett. Sieht auch eigentlich gerade wirklich ganz cool aus in dem Licht. Ja, jetzt ist doch die Niveau, jetzt ist sie doch was. Ne, das ist jetzt wenigstens auch Niveau. Jetzt hat die Niveau. Jetzt hat die Niveau auch langsam Niveau. Genau. Sauber, ja gut, dann gehen wir jetzt hierher und farmen noch ein bisschen Metall. Das war jetzt zumindest noch so, haben wir uns noch gedacht, das macht Sinn. Weil hier die Farmwerte ja etwas höher sind. Müssen wir mal gucken, wo wir welches finden. Ja, schön. Also wir sind hier auf einer Startinsel. Ich nehme gerade mal wieder die Voice Volume raus. Da laufen leider auch häufiger Leute rum, die nerven. So. Dann schauen wir mal. Also Metall war ein Stückchen weg. War auf der anderen Seite der Insel vom Freeport aus gesehen. Gab's hier nicht auch Salz? Ja, kannst du auch mal gucken. Das wäre durchaus auch praktisch. Salz soll das auch nehmen. Was jetzt? Jetzt habe ich hier das super Outfit. Alles super edel. Und dann hat er so eine Dreckschippe auf dem Rücken geschnallt. Das ist... Ja, ist ja, ganz toll. Du kannst die Skins nicht ablegen und auch nicht schmeißen. Aber die wiegen auch nichts, oder? Nö, das nicht, aber so müllen die halt in den dazu. Weiß nicht, kannst du nicht in der Kiste legen? Habe ich jetzt gar nicht probiert. Nein, geht nicht. Oh, das ist aber schade, okay. Das ist durchaus nicht so doll. Dann schiebe ich das jetzt halt 10-mal auf meine Rüstung und wieder runter. Was? Nein! Ich hoffe einfach, die bleiben auch, wenn du stirbst. Findest du das nicht schön, oder wie? Brauch ja nichts im zugewimmelten Inventar.
Nee, will ich schon behalten. Vor allem will ich auch mal gucken, was passiert, wenn du stirbst. Ob das dann weiterhin im Inventar bleibt. Ist das so, auch dass du damit respawnst? Oder ob es dann weg ist. Aber dann verbraucht man dabei natürlich schon, wenn man immer wieder diese Skins will, verbraucht man dabei natürlich schon so ein bisschen Gold. Aber naja. Also Salz gibt es hier mehr als genug. Okay, ja, dann bauen wir gerade was ab, weil ich bin jetzt gerade bei Fiber. Ist gut, dann mache ich Salz, dann kann der Xamar gucken, ob er Metall findet. Guck mal, ich. Salz ist hier doch sehr reichlich. Ja, was wir haben, haben wir. Wie liegt denn das Zeug? Naja, geht. Ja, da müssen wir mal gucken. Wir haben gerade im Off so ein bisschen darüber philosophiert, wie man das Spiel hier am sinnvollsten in Livestreams zeigen kann. Weil ein Problem haben wir einfach mit der Sache, wenn wir uns aufs Schiff begeben, dann ist das ab und an mal spannend. Wenn es tatsächlich mal zu einem Gefecht mit dem Ship of the Damp oder dergleichen kommt. Aber an sich ist es sehr, sehr viel Leerlauf, der schon hier und da natürlich auch gefüllt werden kann, mit dass man ein bisschen einen Talk machen und gleich mit dem Chat reden, mit euch da quasseln über verschiedene Themen, die ihr auch gerne reinwerfen könnt im Vorfeld, dann quasseln können. Aber im Endeffekt ist man dann irgendwann auch leer gequasselt. Und dann stellt sich die große Frage, was dann, wenn man dann Stunden übers Meer segelt. Deshalb ist unsere Überlegung so gewesen, dass wir eventuell das so machen, unsere Gilde, die Randlatten, ja, sind gerade dabei, Außenposten zu erobern. Und die größten davon würden wir natürlich auf jeden Fall zeitnah besuchen wollen, das sowieso. Und da würden wir dann eventuell versuchen, eine Schnellreise hinzumachen. Das heißt, wir ziehen uns Nagish, reisen dann dorthin und bauen dort was auf. Aus Null dann natürlich erstmal. Und bauen uns auch mindestens mal so ein kleines Schiff zusammen, die Schaluppe oder was das kleinste Schiff ist. So dass man dann von dort aus in dem wahrscheinlich dann anderen Biom auch ein bisschen die Gegend erkunden kann. Das wäre so die Idee. Und dann haben wir später dort überall kleine Häuschen und kleine Schiffe stehen und können dann je nach Stream, je nach Anlass so ein bisschen hin und her reisen. Das Einzige, was wir halt nicht können, ist Ressourcen von A nach B bringen, ohne dass wir selbst segeln. Aber ich sag mal so, das ist jetzt für einen Stream auch nicht das Allerwichtigste. Das kann man mal im Offscreen machen. Könnt ihr ja mal schreiben in die Kommentare, ob ihr den Ansatz gut findet, die Idee gut findet. Und da bin ich mal gespannt. Was ich sonst auch noch sehr wichtig sagen muss, ist, die Company, Randlatten, die ist momentan auf der Hauptinsel bei C9, da sind wir voll. Also kommt aktuell, bis ihr anderes lest auf dem Discord, nicht mehr nach C9. Es lohnt gerade nicht mehr. Wir sind momentan wegen Überfüllung geschlossen. Sobald es dort wieder Platz gibt, wenn wir ein neues Gebiet haben, dann steht das im Discord. Bevor ihr euch also auf den Weg macht und zu den Randlatten stoßen wollt, funkt uns bitte an. Die Ugly Charlotte steht im Deck, die hat sich hochgeportet. Schön. Funkt uns an. Und dann schauen wir mal, wo eventuell bei einem Außenposten Platz ist oder vielleicht bei einem befreundeten Clan. Da haben wir auch ein paar Allianzmitglieder und dergleichen. Also da müssen wir mal gucken. Aber bitte jetzt nicht einfach aufmachen, das wäre schade für euch. Wenn ihr da aufkommt und wir müssen sagen, wir haben leider keinen Platz mehr. Es war einfach zu voll. Wir hatten ja auch nur noch 12 FPS auf der Insel und so. Also das war richtig hart. War richtig hart. Und jetzt mittlerweile haben wir wieder gerade so 30. Also von daher, ja, hat sich einiges getan und es wird sich auch noch einiges tun. Es wird gerade sehr viel Land erschlossen und da haben wir dann viel zu entdecken und zu erkunden. Und wie wir das machen sollen, könnt ihr uns ja mal sagen. So, Coach und Xasen jetzt eingeschlafen durch meinen Monolog hier. Genau. Danke. ich dachte, das wäre Metall. War kein Metall? Dann halt nicht. Ach, Coach ist jetzt endgültig vom Stuhl gefallen. Sehr schön. Sehr schön. Habe ich mein Ziel doch erreicht mit dem Monolog. Schon jemand Metallfelsen gefunden? Nee, ne? Nö. Nee.
also, dazu übergegangen, Firewood zu holen, weil das hier echt gut geht. Okay. Dann mache ich jetzt nochmal eine Fuhre Salz und dann würde ich, ich glaube, ich weiß, wo es Metall gibt. Ich werde da mal hinwatschen. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Weil Salz habe ich jetzt, wie viel braucht man da? Ich habe jetzt 500 irgendwas mal reingelegt. Ja, das sollte erstmal reichen. Ja, okay. Wir brauchen Salz nur für dieses Preserving Salt und für Metallbarren. Und beides brauchen wir wirklich nicht hier. Okay, also mit 500 kommen wir eine Weile hin. Ja, ja. Zudem haben wir auch noch von der letzten Fahrt ein bisschen, also. Okay. Sollte uns erstmal nicht ausgehen. Gut, gut. Dann mal schauen, ob ich das noch richtig in Erinnerung habe. Ich watsche jetzt einmal quer drüber. Dann müsste eigentlich auf der anderen Seite müsste Metall liegen, aber vielleicht täusche ich mich auch. So, hier, ich könnte Zucker mitbringen. Brauchen wir das für irgendwas? Nö, haben wir auf unserer Insel auch. Okay. Natürlich auch sein, dass das schon gut geräubert ist. Metall. Und eine Schatzkarte. Demnächst, also ich glaube, wenn wir hier diese Folge senden, dann ist es schon passiert, kommt ein großes Update für das ganze Taming-System und dann werde ich mich natürlich darum auch intensiv kümmern und das ganze Zähmen vorstellen. Momentan ist es ja so, dass man sehr, sehr spezielle Ressourcen braucht, um überhaupt zähmen zu können. Also ein Schaf will unbedingt Kamille. Ja, so ist der Stand hier noch, während ich diese Aufnahme aufnehme. Vielleicht ist das Update, wie gesagt, schon raus, während ihr es schaut. Und das soll sich dann zukünftig ändern, dass man tatsächlich dann eben auch mit Bären und dergleichen ebenfalls zähmen kann. Dann allerdings natürlich mit weniger Fortschritt. Dauert es eben länger. So. Kein Metall. Eigentlich hätte ich schwören können, hier wäre welches gewesen. Oh doch, da ist es. Da ist ein großer Metallfelsen. Da. Ja gut, und da ist noch einer. Okay. Ja, Metall geht nicht hier. Hier, ein Metallfelsen, überladen. Also, so, nee. Ja. Das braucht sicher was. Also, kann mir jemand entgegenkommen? Ich hab keine Ahnung, wo du bist. Ich auch nicht. Ich hab 294 Metall. Ja, dann muss ich die Hälfte oder so wegschmeißen. Wenn ihr genau nach Ost lauft, kommt er mir entgegen. Schafft ihr das? Wenn wir das machen würden, würden wir wahrscheinlich entgegenkommen, ja. Bewegt euren Hintern. Macht ihr es oder nicht? Ja, das, ich bin quasi überhaupt noch nicht unterwegs. Soll ich wegschmeißen oder nicht? Nein, ich komm. Gut. Das ist immer dieses, vom Freeport einfach in gerade Linie nach Osten ziehen. Und dann da an der Küste. Ein Traum. Wie viel Fiber hast du jetzt da? Ich habe 1000 oder so. 2000 meine ich. Ist das schön. Kann man jetzt wenigstens mal in Ruhe diese Landschaft anschauen. Also so langsam war ich auch noch nie. Ess jetzt mal das ganze Gemüse, das ist ja nur unnötig schwer. Trinkt man noch einen Schluck Wasser? Achso, das Gewicht beim Wasser bleibt. Na super nett. Ach, ich wollte gerade sagen, da ist er, nee, das ist ein Papagei. Was? Verwechselst du mich mit einem Papagei? Ja. Ich finde das nicht. Ne? Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ach, Ich weglaufen. Ich flieh, Coach. Du kriegst mich nicht. Du kriegst mich nicht. Ruhe Vermögen hier. Wie viel kannst du noch tragen? Hier, wie viel hast du jetzt weggeschmissen? 109. Schau mal. Ja, das geht. Kannst du noch mehr? Weil ich kann mich immer noch nicht bewegen. 20 vielleicht noch. Xa, du musst auch noch kommen. Nein. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ja.
Warte ich mal, bin Coach. Jetzt schon beladen, aber es geht noch ein bisschen mit. Geht noch ein bisschen, ja. Also ich bin immer noch saulahm. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann, ich hoffe, in der nächsten Folge können wir uns mal ums Zähmen kümmern. Da hätte ich richtig Bock drauf. Also bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao, Coach. Ciao. Entschuldigung.